Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Remastered Edition, der Tiberium-Konflikt auf Seiten der GDI. Ganz genau, und wir waren in der letzten Folge, haben wir die erste Mission, haben wir die GDI-Kampagne angefangen. Und die kriegen es nicht hin, diese Manneken hier platt zu fahren. Doch, nein, die kriegen es nicht hin. Ach Leute, ja gut, kommt. Dann. Ja, mach mir doch alle platt hier, ey. Und ja, wir haben die ersten drei Missionen beim letzten Mal schon gespielt. Und wir sind jetzt hier in der vierten Mission unterwegs und müssen hier die Not-Einheiten platt machen irgendwie. Irgendwie, weil der hat da zwei Panzer rumfahren. Das ist echt scheiße. Zwei Gummipanzer, ja. Karte ist schon ein bisschen größer, muss man sagen. Und wir spielen mittlerweile in Europa. Wir spielen nicht mehr in Afrika, sondern in Europa. Das sieht man auch an der angenehmeren Kartenfarbe. Nicht mehr dieses braune, sondern hier dieses angenehme Grün. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie angenehmer. Och, ist dieser blöde Buggy wieder. Ja, dann komm, dann. Mach den platt. Oh, jetzt habe ich wieder nur vier Einheiten. Toll. Ich glaube, das hätte ich beim letzten Mal nicht machen sollen. Ja, weich nur aus. Hierhin hätte ich gar nicht fahren sollen. Ja, gut, kommt. Das schaffe ich nicht. Schaffe ich wieder nicht. Muss ich leider nochmal neu starten, die Mission, Leute. Aber nicht schlimm. Irgendwie schaffen wir das schon. Boah, indem wir einfach wahrscheinlich direkt gleich hier runterfahren, ne? Ja, ja, kommt. Neustart, komm. Ich muss da nicht nach rechts fahren, da oben. Das war schwachsinnig beim letzten Mal. Aber gut. Leute, dann würde ich sagen, macht ihr nochmal hier die Sachen kaputt. Meine Maus ist wieder kaputt. Ich weiß nicht warum. Hallo. So, jetzt. So, genau, Leute. Und genau. Und jetzt, zack, ihr geht mal hier rein. Und ihr geht mal hier rein. Und wer ballert hier? Keine Ahnung. So, Leute, dann direkt hier runter. Den Jeep, den halte ich mir mal oben. Nehmen wir nur die beiden BMTs und fahren mal die ganzen Einheiten hier platt. Das ist die effektivste Methode hier. Um hier möglichst unbeschadet durchzukommen, ey. So. Der hat hier überall diese Raketenmanniken stehen. Die können wir ja, wie ihr wisst, nicht bauen. Nicht mehr. Sondern wir haben jetzt dafür die Grenadiere. Die bringen natürlich auch ordentlich was, ne, muss ich sagen. Aber diese Raketeneinheiten sind schon nicht schlecht, muss ich sagen. Aua. Hä? Wo sind meine Manneken hin? Warum sind die kaputt gegangen? Warum sind die kaputt gegangen? Sagt mal. Ja, toll. Nochmal neu starten. Shit, ey. Warum sind die Manneken im Arsch gegangen? Das verstehe ich gerade nicht. Was war das für ein Bug? Ja, gut, kommt. Ah, mach dir mal. Du fährst einfach bitte direkt darüber. Und bam. So, und du überfährst den auch. So. Ganz genau, liebe Leute. Und, wisst ihr, warte, ich habe eine andere Idee. Ich nehme einfach die beiden BMTs und fahre die jetzt alle platt. Geht natürlich auch, ne? So. Genau. Einfach einmal hier die Dampfwalze mitnehmen und ja. Und ja, Leute, dann freue ich mich, dass ihr hier dabei seid bei Command & Conquer. Und ja, wie wir jetzt hier ja mit den GDIs anfangen. Ja, das wird auch sehr spannend, kann ich euch sagen. Wir werden am Ende Mammutpanzer bauen. Das weiß ich jetzt schon. Sehr schön drüber gerollt. Sehr schön drüber gerollt. So, Leute, dann überroll den bitte. Und du kriegst die beiden Buggies. So, dann. Ah, die sind gar nicht mal ohne. So. So. Ja, der überlebt das noch nicht mal, ne? Der überlebt das noch nicht mal. Ey. Ja, dann. Mit dem Buggy und genau. So, zack. Die BMTs sind weg, Leute, aber ich bin guter Dinge, dass das jetzt besser wird hier. So. Ich
würde sagen, das speichere ich erstmal. Mission 4 GDI. Und ja, wie wir jetzt hier gegen die bösen Nord kämpfen. Wir sind ja quasi jetzt die Guten. Quasi die Alliierten aus dem Alarmstufe Rot. Wo kommt der her? Ach, das sind die beiden. Ja, das sind die beiden. Ah ja, okay. Ja, dann... keine Ahnung. Mach den platt. Ja, das sind die von da oben, die da kommen. Ja, ja, ich verstehe schon. Okay, also hätte ich da doch besser da oben die platt gemacht. Naja, gut. So, fahr ich einmal dahin. Ja, ja. Aber auf wen wollen die denn da drauf? Oh, ihr macht die alle platt, ne? So, sehr gut. Einfach alle platt machen. Oh, da oben, da hinten, da sind zwei Buggies da. So, mach die mal kalt. Mach die platt. Och Leute, nee. Nicht schon wieder nur vier Einheiten. Der hat doch zwei Kampfpanzer da unten rumfahren. Okay. Das ist jetzt interessant, Leute. Wie soll ich diese Panzer platt kriegen? Das könnt ihr nicht ernst meinen. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Da sind auch noch mehr Einheiten. Frage ist, wartet mal. So lange abzuwehren, bis hier die Eiverstärkungen eintreffen. Ja, aber wo bleiben denn die Verstärkungen? Ich meine, dass hier irgendwann tatsächlich Verstärkungstruppen kommen, aber... Die beiden Gummipanzer, die nerven halt. So, die Einheiten, ja, die machen mich platt. Die machen mich platt. Die machen mich eiskalt platt hier. Ja. Scheiße. Oh Mann, was ist denn das für eine Mission, ey? So. Aber egal. Das kriegen wir schon hin hier. So. Schau ich mal die alte Grafik an hier. Ja. So, dann. Muss ich den Jeep hier behalten, ey. Schau ich mal die alte Grafik an. Oha. Krass. Aber ja, gut. Gut, dann. Bam. So. Ich brauch die alle. Das geht gar nicht anders. Ich brauch die alle hier. So. Dann. Und bam, drauf da. Und den auch platt machen. Sehr gut. Okay, Leute, dann frage ich mich aber immer noch, ja, wann denn die Verstärkung da kommt. Ich muss tatsächlich, echt die Panzer da unten platt machen, ne? So, ja, aber ist ja nicht schlimm eigentlich. Mit den vier Grenadieren kriege ich die hin. Glaube ich zumindest, ja. So, ihr macht bitte die Raketenwerfer platt. So. Was? Hä? Warum das denn jetzt auf einmal? Hä? Hä? Naja, gut. Egal. Ein weiteres Dorf, das dem Erdboden gleichgemacht wurde von der GDI und ihrem fehlgeleiteten Anführer, General Mark Shepard. Und welches Verbrechen musste Bialystok begehen, um so gestraft zu werden? Zuverlässigen Quellen zufolge war die GDI sicher, dieses harmlose Dorf sei verwickelt in die Herstellung und den Abtransport von Tiberium. Wann wird dieser Wahnsinn enden? Wohl erst, wenn General Shepard und seine Vision von der Weltherrschaft gestoppt sind. Das war Greg Burdett, Bialystok. Schnitt! Exzellent. Nur noch einmal in Französisch und Englisch. Ich will, dass 300 Kopien gezogen und verschickt werden an alle europäischen TV-Sender. Wir haben den Satelliten noch für 10 Minuten. Läuft die Kamera etwa noch? Der gute alte Kane. Ach, herrlich. Aber warum? Warum haben wir diese Mission erst gewonnen? Das verstehe ich nicht. Wirklich nicht. Naja, gut, egal.
Da ist es halt so. ja. Wow, Leute. Oh, die Nord haben ganz Deutschland eingenommen. Und wir gehen nach Deutschland. Sehr gut. Alles klar, aber erstmal die Bonusgalerie. Mal wieder. 5 Stück, oh mein Gott. Noch mehr GDI-FYI-Aufnahmen. Ja, okay, wieder Greenscreen-Aufnahmen hier, ne? Sieht echt cool aus, meinte sie. Ach, die, ja, ja, ja. Okay, cool. Noch einmal die. Wendy Becker. Okay. Delta Sierra Echo an dem Kommandanten. Cool. Die bisherigen Todesopfer. Eric Randall. Ja, okay. Ach, und die Szene. Läuft die Kamera etwa noch? Der Gain. Ja. Okay. Genau. Geil. Ach ja, gute alte Kane. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, machen wir direkt weiter. Westdeutschland oder Ostdeutschland? Macht wiederherstellen. Was sagt ihr? Nehmen wir mal den Westen, kommt, weil ich auch aus dem Westen komme. Das hat jetzt nichts zu sagen. Einfach so. Okay. Dann schauen wir uns nochmal die nächste Cutscene an. Das sind Lügen, Fälschungen. Die GDI tötet keine Kinder. War Bialystok ein Tiberium-Umschlagplatz? Hat die GDI hier nicht wieder einmal auf ungenaue Informationen hin vorschnell gehandelt? Sollten die Finanzmittel für die GDI jetzt gekürzt werden? Nord-Truppen haben einen GDI-Stützpunkt in ihrem Einsatzgebiet schwer angeschlagen. Waffen und Droiden sind schon äußerst knapp. Finden Sie den Stützpunkt und bringen Sie ihn wieder in einsatzbereiten Zustand. Ja, liebe Leute, dieser Cutscene war sehr, sehr interessant. Der Kane hat es tatsächlich geschafft, dass die Medien so zu manipulieren, dass er darstellt, als wäre die GDI die Bösen. Und, ja, naja, dass wir quasi Kinder ermorden und so. Und ja, das hat dazu geführt, dass wir kein Geld mehr kriegen von der UN. Und, ja. Alles ist hinüber. Ihr habt gesehen, wir haben uns versucht einzulocken. Es ging nirgends, außer in Las Vegas war es, glaube ich. Und da haben wir jetzt diesen Befehl hier bekommen. Macht wiederherstellen. Wir müssen eine kaputte Basis wieder aufbauen. Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Leute, ich glaube sogar, ich weiß, wo die ist. Die ist hier rechts. Die ist sogar hier rechts, Leute. Ich weiß das noch. Genau, hier ist sie. Haha, sehr schön.
So, dann reparieren wir alles bitte. Ja, Sammler, fahr die platt bitte. Und den noch platt fahren. So. Wunderbar. Ja, Leute. Da haben wir schon die Basis gefunden. Und wir können einen Kampfpanzer bauen. Nein, können wir nicht. Aber wir haben hier zwei Kampfpanzer. Und da kommt ein Gummipanzer. Das ist uncool. Und warum kommt dann ein Gummipanzer? Gummipanzer. So. Grenadiere, ihr schafft den Gummipanzer. Kommt. Ihr schafft den Gummipanzer, auch wenn er da immer ausweicht, aber helft ihr mal bitte, kommt. Und bam, sehr schön. So, Leute. Und ja, dann würde ich mal sagen, haben wir hier die Basis gefunden. So. Oh, da sind noch mehr, okay. Ist allerdings sehr schade, dass ich hier nichts mehr bauen kann. Also keine Panzer, kein gar nichts. Hier habe ich meinen ersten Jeep, okay. Ja, komm dann. Dann mach den platt, komm. Ey, so ja nun nicht, mein Freund. Okay. Grenadiere? Was zur... Och, Leute, wo kommt der denn her? Scheiße. Der kommt von da oben. Okay. Ja. Ja, Leute, wie gesagt, wir sind in einer sehr prekären Lage. Es ist sehr uncool, was da gerade abgeht mit der GDI, aber es ist bald die Storyline. Und ja, dann alles reparieren. Los. Ja. Und überfahr die einfach, komm. Einfach überfahren. Einfach überfahren, was ist denn daran so schwer? Ey. Einfach überfahren. So, zack. Sehr schön. Und, ja, Leute. Dann kommt da jetzt dieser Gummipanzer da. Ja, das ist jetzt uncool, das ist uncool, das ist uncool. Gummipanzer. Ach du Scheiße. So, dann hier. Grenadiere, nein! Ach, das ist doch ein Penner, ey, echt. Der überfährt jetzt alle meine Einheiten, ne? Ja, das ist jetzt kacke, so. Ach, da habe ich jetzt meine Grenadiere verloren. Ja gut, nicht schlimm, Leute. Ich nehme einfach diesen Panzer und überfahre die da los. Die Grenadiere kann ich ja nachbauen. So. Oh, das war schon geil. So, Leute, dann sind wir jetzt hier. Können wieder unseren Jeep hier bauen. Und hier oben ist doch irgendwo der Panzer, ne? Der Gummipanzer, da. Da ist der Gummipanzer, genau. So. So machen wir das. Genau. Oh Gott, lass bloß meinen Panzer in Ruhe. Genau, da fahr die einfach. So, Leute. Da haben wir uns jetzt hier nämlich verteidigt. Ach du Scheiße. Okay, fahr die Manneken platt. Los. Fahr die Manneken platt, habe ich dir gesagt. Du sollst sie platt fahren. So, okay. Sehr gut, ey. Ich muss diesen Panzer beschützen. Das gibt's ja wohl nicht. Kann ich keine Werkstatt bauen, ey. Verdammt nochmal. Aber jo, das haben wir jetzt erstmal so geschafft. Mission 5 GDI. So, wunderbar. Da würde ich sagen, speichere ich mal. Und Karte erkunden, liebe Leute. Ja, dann müssen wir uns jetzt hier wieder mit Manneken durchkämpfen, ne? Mit Manneken gegen Panzer und allen möglichen Scheiß. Aber wartet mal, hier sind doch Flachs, ne? Wartet mal, hier sind doch Flachs. Das kann man doch platt machen. Ja. Und bam. Ja. Weg mit dem Raketentypen. Stimmt. Ja, dann bauen wir 10 Grenadiere, bitte. Was zur? Ach, der kriegt eine Einheit. Da sieht man das nämlich dann immer. Ja. Ja, die kriegen sogar den Panzer kaputt. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr, ey. Ja. Meine Güte. Da hat er echt einen Panzer von mir platt gekriegt. Unfassbar. Naja, gut. Gut, Leute. Nicht durch das Delirium.
Was machst du denn da? Da ist doch ein Gummipanzer. Einheit verloren. Da ist doch ein Gummipanzer. Der will unbedingt auf meinen Panzer. Er hat das sogar geschafft, ey. Unsere Basis wird angegriffen. Beide Panzer weg. Verdammte Hacke. Na gut, aber da kriegen wir schon hin. Den Manning kriegen wir das hin hier, so. Mach diese Flak weg, Leute. Ja, wie gesagt, sehr interessant. Wir können BMTs bauen, das mache ich mal. Weil die sind, glaube ich, auch ein bisschen schneller sogar als die Jeeps. So, dann machen wir hier Pause. Und weiterbauen. Ah, ja, nee, die sind nicht schneller, aber die halten halt mehr aus. Ja, das ist das. Und, ah, da steht schon ein Jeep, aber den kriegst du hin. Das ist kein Thema. Ah, aber einer gegen zwei weiß ich jetzt nicht. Ja, gut. Basis wird auch angegriffen. Ach, verdammt, ey. Das ist ein Penner. Wisst ihr das? Das ist ein Penner. Ehrlich. So, bau den BMT nach. Meine Güte. Ey. Ey. So. Mach den Schützen da weg. Scheiße. Ja gut, lass ihn durch Sibirien rennen. Lass ihn durch Sibirien rennen und sterben. Ja, genau. Der wird auch kaputt gehen. Ja, sehr gut. Ey, anstrengende Mission. Hätte ich gar nicht so gedacht in der vierten, in der fünften. Aber gut, ist halt schon die fünfte, ne? Was soll man da erwarten? Da macht diesen Kack-Jeep weg. Und den da auch gleich. Das ist unfassbar, ey. So, jetzt macht den kaputt. Sehr schön. BMT nach oben. Und vernünftige Panzer kann ich ja nicht bauen, ne? Das ist ja... auch kein Radar und nix. Dafür ist aber schon das Kartenende. Okay. Was ist das da schon wieder? Ach, die nächste Flak. Hier drin ist, glaube ich, die Basis oder so, ne? Da ist auf jeden Fall sein Sammler, ja. Den werde ich mal in Ruhe lassen, tatsächlich. Lieber keinen Stress machen hier, ne? Keinen Stress machen. Aber, schau mal da. Eine Geldkiste, sehr schön, Leute. So, dann brauchen wir mal 20 Grenadiere. Oh nein, kein Gummipanzer. Ach, Leute. Ach, schaut mal hier hinten, was haben wir denn hier? Ein Bauhof. Da ist ein Bauhof, ja gut, okay. Ach, das ist die Basis hier oben, ne? Ja, ja, ja. Das ist die Basis hier. Komm, fahr doch nach links, Mann. Ja, gut. Aber gut, wir wissen, wo der Typ ist. Das ist schon mal gut, ey. So, so Leute, dann gehe ich jetzt gleich mit den Grenadieren los. Und zack. Wir haben nämlich noch 7 Minuten. Und ja, wir verstärken uns hier wieder in Westdeutschland. So, Leute. Unser Territorium hier, Deutschland. Genau. Das müssen wir uns jetzt zurückholen. Und bam. Macht den Gummipanzer mit euren Kanonengranaten platt. Ja, ja, das hört sich, die hören sich an wie Kugeln. Was? Weil kann der denn schießen? Ja, okay. Dann weg damit. Ja. Wie weit kann der schießen? Der Turm, ey. Na gut. Ah, die Flak, die haben wir schon. Das ist schon mal sehr gut. Dann macht diesen Gummipanzer da platt. Dann können wir den nämlich schon seinen Bauch wegnehmen. Ist er. Ach du Scheiße! Der überfährt die! Der Sack. Einfach eiskalt überfahren hier. Na gut. Dann nehmen wir die nächsten. Ich meine, ich habe ja genug. So ist es ja nicht, Leute. Ich habe ja genug. Ich glaube, wenn wir die Flaks gleich kaputt haben, dann kriegen wir auch wieder einen Luftangriff. Ja, ich weiß es nicht, weil wir keinen Radar haben. Das ist das halt. Ne? Ich glaube, den kriegen wir nur, wenn wir einen Radar haben. So, mach dir den scheiß Panzer platt. So. Bleib doch hier. So. Bleibt ihr mal hier? Und warum
Hallo? Ihr sollt da drauf. Ja, klappt, glaube ich, nicht, ne? Nee, klappt nicht. Ah, schade. Klappt nicht. Na gut. Nicht von dem Turm abballern lassen, Leute. Dann mach bitte diese Flak hier platt. Holt. Was machst du denn jetzt? Was macht er denn jetzt hier? So. Dann macht den platt. So. Ja. Ballert euch selber über den Haufen. Das sind so intelligent manchmal hier, ey, wirklich. Und okay, dann los da, drauf da, los. Unsere Basis? Ja, komm. Passt schon so. Und auf den Sammler. So. Naja, der hat da zu viele. Ach, Scheiße. Ah, jetzt kommt er. Jetzt kommt er mit seinem scheiß Panzer da. Auf meinen Sammler will der wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, kriegen wir aber hin, Leute. Hier oben ist noch genug Geld. ja. Hat der eine Waffenfabrik? Der hat eine Waffenfabrik, ne? Ja. Hm. Doof. Jawohl, Sir. Aber kriegen wir hin. So. So, Gummipanzer. Mach den platt. Nicht überfahren, du Penner. Nicht überfahren. Da oben kommt er schon wieder. So, dann hier. Mach mal die da platt. Los, genau. Und hier. Ich glaube, jetzt ist er ein bisschen wütend. Hä? Sammler, gehen wir da hoch und sammeln wir da oben, bitte. So. Was zur... Okay. Ja, gut. Gut, Leute, dann mache ich ihm jetzt gleich noch seinen Sammler platt. In der Hoffnung, dass der ausblutet. Weil einen dauerhaften Kampf kann ich so nicht überleben. Definitiv nicht, Leute. Ja, dann blockier dem mal den Weg. Ja. So, und ruf da. Und ruf da. Ruf da. Nach dem Plan. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh. Oh, Leute. Ihr seid doch bescheuert, seid ihr doch, ey. So. Aber, wir haben es hingekriegt. Schon mal gut. Alles klar. Weiter geht. Der hat halt Panzer, ne? Das ist. Wobei, ich habe ja auch Panzer. So. Mach den Sammler platt. Oh, Leute, ich krieg den Sammler nicht weg. Warum krieg ich denn seinen Sammler nicht weg? Okay, fahr nach Hause, fahr nach Hause, fahr nach Hause. Oh, Gott sei Dank. Ja, toll, 4 Grenadiere. Ich glaube, ich muss hier voll auf BMTs oder so setzen. Na, weil... Oh, mach den kalt. Boah, diese Jeeps, die sind so dreist, Leute. So. Mach den da weg. Mach den Jeep weg. So. Und jetzt hauen sie schön ab hier. Ja, ja. Und bam. Und bam. Genau. Kann ich einen Sammler bauen? Nö. Okay. BMTs. Ja. Keine Ahnung. Also wenn der halt immer nachbauen kann, ist das kacke. Ja. Ja gut, aber wenn ich ihm seinen Sammler halt klaue, dann... So. Der Sammler wird immer schwächer. Sehr gut. Leute, sehr, sehr gut. Da kommt jetzt dieser Kack-Buggy von dem, den man wieder nicht trifft. Oh Mann. Okay, da ist der BMT. Gut. So, Leute. Mach den platt. So. Auch du. Sehr gut. Dann haben wir das ja. So. Ja, ich habe da nichts anderes. Das ist es ja. Ich habe ja nichts anderes. Fahr die platt. Fahr die platt, Mann. So. Genau. Da den nächsten BMT. Ich mach das jetzt mit BMTs, glaube ich. Aber gut. Ja, ich warte noch. Den Sammler will ich ihn noch wegnehmen. So.
Das Ding ist halt, der Gegner, der kriegt mit einer Sammlerladung, kriegt der doppelt so viel Kohle wie ich. Oder dreimal so viel. Und das ist echt unfair, muss ich sagen. Aber nicht schlimm, die Szene mache ich jetzt noch hier. Ich nehme mir jetzt noch seinen Sammler weg. Mit den beiden BMTs hier. Und dann soll, er mal hier reinfahren und dann gleich mal angeschissen kommen. Na? So, der Sammler ist jetzt weg. Gleich. Genau. Mit Maschinengewehren. So, hinterherfahren und platt machen. Das Ding. So, sehr gut. Die kann ich eigentlich alle überfahren. Einfach drüber. Sehr schön. Das war doch gut, Leute. Alles klar, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.